Hallo ihr Couchos zur nächsten Folge Evolent 2. Wir haben gestern unser Eigenheim gekauft, wo wir nicht besonders viel mit anfangen können. Und ja, heute wollten wir jetzt einmal noch hier bei McDonald's uns umschauen und mit den Leuten reden. Und zum anderen wollten wir dann noch in die Taverne. Und dann wissen wir ja, wir müssen irgendwie wahrscheinlich die komische Göre von dem, von dem Wissenschaftler aufschrecken, dass sie ein bisschen Unfug macht, dass wir in dessen Wohnung den Schlüssel suchen können. Kann ich mit euch überhaupt reden? Ja. Unglaublich, das Essen hier ist fantastisch. Meine Frau und ich kommen regelmäßig her. Mir gefällt, dass alles natürlich ist. Wusstet ihr, dass alle Gerichte hier unter Garantie smogfrei sind? Das heißt, sie sind gesund. Was ist schon wichtiger im Leben als die Gesundheit? Was war das eigentlich gerade für eine Stimme von mir? Naja, was soll's. Willkommen bei McDonald's. Wir bieten seit mehr als 100 Jahren gesundes Essen für Feinschmecker an. Mein Urgroßvater gründete dieses Restaurant und es wurde schnell zu einem der besten Speiselokale in ganz Genua. Das ist eigentlich das Einzige so richtig. Wir haben noch eine Taverne. Er ist eine echte Familienlegende. Ja, für die haben wir sogar schon gearbeitet. Ich spare schon seit Monaten, um Flora in dieses Restaurant auszuführen. Ich würde ihr so gerne sagen, was ich für sie empfinde. Aber ich kann es einfach nicht. Ich kann einfach nicht. Sein Gesicht ist putenrot. Und er kann kaum sprechen. Ich hoffe, er hat nichts zu Scharfes gegessen. Hinreißend. Wie gebrechlich er aussieht. Nee, er hat nicht zu Scharfes gegessen, aber vielleicht sagt er dir noch was heute Abend. Ich muss schon sagen, wenn man erst zur Elite gehört, hat man es einfach. Ich trinke auf all die Idioten, die an den großen Zerstörer glauben. Ohne ihre Spenden könnten wir uns einen solchen Laden niemals leisten. Ja, in der Tat. Gar keine Frage, es ist schön, etwas anderes als Lagerverpflegung zu essen. Ein Glück, dass ich befördert worden bin, sonst würde ich nach wie vor mit den anderen Idioten essen. Die sind gut, die gefallen mir. Die Heuchler hier. So, ab ins Lokal. Wir haben auch schon die Kinder im Hinterhof gesehen. Oh, hier geht's hoch. Okay, wir gucken uns erstmal unten um. Aber wir haben die Kinder da hinten schon im Hinterhof gesehen. Meine Tochter spielt gerne mit ihren Freunden im Hof des Gasthauses. Ich kann mir nicht vorstellen, was sie dort draußen den ganzen Tag lang machen. Ach, vielleicht würdet ihr euch gerne kurz ausruhen? Nein, danke. Wir haben unser eigenes Haus hier in der Stadt. Das Essen hier ist schon in Ordnung. Aber nicht zu vergleichen mit McDonald's, dem besten Restaurant auf dem gesamten Kontinent. So, was erzählst du mir, Mädel? Obst und Gemüse zu finden, das nichts mit Smuck angereichert ist, wird immer schwieriger. Klar, es sieht hübsch aus, weil seine Farben intensiver sind. Es schmeckt aber nach rein gar nichts. Wie soll ich mit dem Zeug richtiges Essen kochen? Ja, das ist schwer. Oh, wir haben 5G gefunden. Ist hier noch mehr? Wobei ich die eigentlich auch nicht bestehlen möchte. So, hier sitzt keiner mehr. Gucken wir mal oben. Na, was denkst du so vor dich hin? Bei all dem Lärm von den Mädchen nebenan kann ich nicht schlafen. Warum greift ihre Mutter nicht ein und sagt ihnen, dass sie ruhig sein sollen? Haha. Zur Seite, Alterchen! Seht ihr denn nicht, dass ich hier gehe? Der Mann sieht arm aus. Fasst mich bloß nicht an, sonst hole ich mir noch eine Krankheit. Nein, nicht... Ja. Ich möchte mit der Mami reden. Das Leben als Frau eines Händlers ist kein Honiglecken. Ah ja. Stimmt schon, uns fehlt es an nichts. Aber mein Mann ist oft nicht da und macht das wieder gut, indem er unseren Mädchen Geschenke mitbringt. Ich glaube... Es wäre besser für sie,
wenn er öfter da wäre. Ich kann sie nicht bestrafen. Sie sind einfach zu süß, um bestraft zu werden. Ah ja. So, und der hier pennt. Er träumt wahrscheinlich. Dieser Vertrag wird mir Millionen einbringen. Vorausgesetzt, Sie lesen das Kleingedruckte nicht. Ja, ich die Leute kenne, lesen nicht das Kleingedruckte. Oh, gerade Schluck auf, Entschuldigung. Überall Bücher. Ich hoffe wirklich, dass der Prophet ein Bücherverbot erlässt. Oh Gott, jetzt habe ich... Ja, ich Schluck auf. Was war? Warum war er? Oh. So, wie kommen wir in den Hinterhof? Kommen wir da irgendwie hier oben? Ah ne, hier ist die Tür. So, Kines, mach doch mal ein bisschen Stunk. Außerdem steht hier vor der Truhe. Achtung, Mädels! Wir werden von einem unheimlichen Kerl angestarrt. Hä? Wer seid ihr? Was macht ihr in unserem Hauptquartier? Operation Solid Snail. Ja, nicht übel. Ich glaube aber, dass uns etwas Besseres einfällt. Aber ich hätte noch mit einer. Hä? Wer seid ihr? Blabla. Ich will euch helfen. Echt? Habt ihr das gehört, Mimi? Er will uns helfen. Aber wobei genau helfen? Gute Frage. Bei was helfen? Das wollte ich gerade fragen. Also, bei was genau wollt ihr uns helfen? Ja, Bücher stehlen. Bücher stehlen? Echt? Seid ihr irre? Arbeitet ihr etwa für den Geheimdienst des Propheten oder sowas? Glaubt ihr wirklich, wir würden so etwas zugeben? Vergesst es. Ihr seid zu grün hinter den Ohren, um uns zu schnappen. Was erzählt ihr eigentlich? Das? Nein, das ist nichts. Ist leer. Blablabla, blablabla, blablabla. Dann sagen wir einfach, dass wir einen Schlüssel suchen. Dem Schlüssel? Welchem Schlüssel? Haltet ihr mich für einen Idioten? Oder so etwas in der Art? Blablabla, blablabla. Ich bin auf der Durchreise. Oh, okay. Dann geht nur weiter. Wie bekommen wir die Mädels da jetzt weg? Macht das was? Nein. Wie bekommen wir die Mädels denn jetzt hier weg? Achso, wir können ja noch andere Sachen beim Helfen sagen. Spielzeug besorgen. Spielzeug? Wofür? Wir brauchen kein stinkendes Spielzeug. Wir sind doch keine kleinen Mädchen, die mit Puppen spielen. Wir machen viel spannendere Dinge als das. Stimmt's, Mädels? Oh ja, Saku. Aber sicher. Na also, seht ihr? Behaltet euer Spielzeug. Davon abgesehen ist das hier illegal. So, dann ja, haben wir eigentlich nur noch eine Option. Ich will euch helfen. Blablabla. Blabla. Sagt mal, wisst ihr was? Ich mag Leute, die direkt sind und wissen, was sie wollen. Also, mal angenommen, ihr findet euren Schlüssel. Zum Beispiel in einem Tresor oder einer Truhe oder so. Und dann benutzt ihr ihn vielleicht, um in die Bibliothek zu gelangen. Und in der Bibliothek findet ihr, ach was weiß ich, sagen wir mal, ein Buch. Würdet ihr es in diesem rein hypothetischen Fall zu uns bringen? Klar, logisch, warum nicht? Versprochen? Ja. Hand aufs Herz? Ja. Also würdet ihr bei eurem Leben schwören? Ja. Also ich glaube, wir werden uns großartig verstehen. Haltet euer Versprechen und ihr müsst euch um nichts Sorgen machen. Eröffnet euch das Tor zum Wissen und womöglich zu manch neuem Problem. Muss ich nochmal mit euch reden?
Haltet euer Wort und ihr... Ja, okay. So, ab zur Bibliothek. Ich glaube, wir haben jetzt wirklich mit jeder Person hier gesprochen. In ganz Genua. Eventuell irgendeine Person, die hier rumpatrouilliert, nicht. Aber ansonsten müssten wir wirklich mit jeder Person gesprochen haben. So, wo ist der Schlüssel? Oh. Guten Tag. Willkommen in der Bibliothek von Genua. Ihr seid also die neuen Studenten? Ja. Ich bin der Dekan der Bibliothek von Genua. Wir Forscher widmen unser Leben extrem wichtigen Angelegenheiten. Warum? Es juckt. Wenn man von einer Mücke gestochen wird zum Beispiel. Ach, wir beschäftigen uns nicht mit der Suche nach einem Heilmittel oder ähnlichem Unsinn. Zu wissen, warum es juckt, ist eindeutig viel interessanter. Übrigens spreche ich auch über meine eigene Forschung, wenn die Zeit es zulässt. Ich bin ein Experte beim Untersuchen der antiken Zivilisation der Magi, vor allem der Legenden der späten Antike, die sich mit ihren merkwürdigen Kräften befasst. Doch bevor ich euch mehr darüber erzählen kann, müsst ihr euer Studium beenden. Es ist nur so, dass... Also Professor, wir haben es ziemlich eilig und... Ruhe! Ihr seid Studenten und in der Bibliothek werdet ihr euch der Autorität eures Professors unterwerfen. Es sei denn, ihr wollt nichts lernen. In diesem Fall verschwindet. Bitte vergebt, Student Menos, Herr Dekan. Es wäre uns ein Vergnügen, euren Unterricht beizuwohnen. Vor allem den Lektionen über die Magiliten. Stimmt's, Menos? Ja. Nun ja, da ihr so fest entschlossen seid, fangen wir an. Ihr braucht Leistungspunkte für 6 Kernfächer. Fächer, die sich mit verschiedenen Themen befassen. Unterhaltet euch dafür einfach in der Bibliothek mit meinen Forschern, Kollegen. Jeder von ihnen wird euch eine Aufgabe stellen, die euch Leistungspunkte für ein bestimmtes Fach einbringt. Ihr könnt euren eigenen Lehrplan wählen. Ihr seid nicht verpflichtet, alle zu erledigen. Aber vielleicht habe ich eine kleine Belohnung für euch, wenn ihr alle 8 abschließt. Habt ihr alles verstanden? Ja, ich denke schon. Hervorragend. Dann viel Spaß beim Lernen. Kommt wieder, wenn ihr fertig seid. Und auf keinen Fall vorher. Ich hasse Unterbrechungen. So. Erinnert mich an meinen alten Professor. Ich habe immer gern gelernt. Es macht Spaß. Er scheint viel über die Magie zu wissen. Er kann uns sicher viel über die Magiliten erzählen. So, es wurde gerade gespeichert. Ich würde sagen, wir machen heute einfach mal eine kürzere Folge. Und morgen wird dann ganz, ganz viel gelernt und gepaukt. Da freuen wir uns doch sicher alle drauf, oder? Ja, ich bedanke mich auf jeden Fall vielmals fürs Zusehen und wir sehen uns dann morgen wieder. Und tschüss!